In Auer ist die Geschichte des Dorfes noch an vielen Ecken spür- und sichtbar. Genauso wie in Montan. Beide Unterlandlergemeinden haben ihre Entstehung dem früheren Kult- und Siedlungshügel Kastelfeder zu verdanken. Das ist ein Nutzungsrecht von Maria Theresia her. Und somit sind die Bauern schon damals ins Gebiet Kastelfeder, auch andere Weidegebiete, aber hauptsächlich Kastelfeder beweidet. Und deswegen ist auch Kastelfeder dementsprechend so entstanden, durch Beweidung, durch die Nutzung. Unbekanntes Unterland, Auer und Montan. Am Montag, 27. Mai, 20:20 Uhr, Reih Senderbozen.